Ja, unser Thema heute Abend ist, fürchtet Gott und gebt ihm die Ehre. Es ist ein Zitat aus der Bibel, das wir in dieser Serie schon ein, zwei bis dreimal angesprochen haben. Und wir wollen heute uns einen weiteren Aspekt anschauen über die Wahrheit, warum Jesus der Unvergleichbare ist. Wir haben jeden Abend, ich wiederhole es immer wieder, Aspekte kennengelernt, die uns deutlich machen sollen. Und das ist das ganze Ziel dieser Serie. Es hat kein anderes Ziel, als dass wir Jesus Christus erkennen, wie er wirklich ist. Und sagen, es ist unglaublich, aber mit Jesus ist keiner vergleichbar. Denn diese Erkenntnis ist das ewige Leben, sagt Johannes 17, Vers 3. Und wir tauchen einfach mal ein. Zum Glück dürfen wir hier im Sitz eintauchen. Aber es gibt Leute, die machen das wirklich. Es gibt Leute, die den Mut haben, aus Flugzeugen zu springen. Darf ich mal fragen, wer von uns den Mut hätte, aus dem Flugzeug zu springen? Oder wer hat das schon mal gemacht? Ja. Okay. Ich meine natürlich nicht auf dem Flughafen, in der Ungeduld, bevor das Gateway dran ist, sondern ich meine hier, aus Flugzeugen, die weit oben sich befinden. 4000 Meter über der Erde. Und eine Frau namens Debbie Williams hatte einen Kurs besucht und sie war mit ihrer Gruppe unterwegs. Sie war mittlerweile schon eine relativ erfahrene Springerin und sie hatte einen guten Lehrer. Und hier waren sie mit ihrer Gruppe auf 4000 Meter Höhe. Und dann war es soweit, sie stand an der Tür und als der Pilot das Signal gab, dass sie die richtige Höhe erreicht haben, sprang der Erste heraus. Und es ging ganz schnell nacheinander und auch Debbie, sie sprang auch heraus und sie sprang dann raus in den blauen Himmel hinein und einige Sekunden nur nach dem Absprung setzte Debbie zu diesem freifallenden Sturzflug, ich weiß nicht, wie man das nennt, ich sage einfach Sturzflug, und sie stürzte im freien Fall zu der Gruppe hin und sie hatte sich verkalkuliert und sie prallte im freien Fall an einen ihrer Mitspringer und wurde am Kopf verletzt und wurde bewusstlos und stürzte wie ein Stein im Freifall, stürzte sie hier, nachdem sie hier diese Gruppe getroffen hat mit ihrem Kopf, obwohl sie den Helm auf hatte, stürzte sie wie ein Sack zur Erde. Ihr Springlehrer, er sah das, es geht ja innerhalb von Sekunden, dass hier Hunderte von Meter zurückgelegt werden. Er sah das, dass hier diese Debbie runterstürzte und sie reglos und bewegungslos einfach nur erst, musste erst realisieren, dass sie einfach hier im freien Fall sich der Erde nähert. Und er reagierte sofort und wusste, was jetzt gerade hier passiert. Und er sah sie, wie sie also hier leblos die Erde runterfiel. Und er machte eine bestimmte Körperhaltung und er stürzte so schnell es ging in seinem freien Fall, versuchte er dort hinzulenken, an sie heranzukommen. Aber es war sehr schwierig, weil sie schon einige Sekunden vor ihm einfach da runterstürzte und er hat sie kaum erwischt. Und er machte sich immer kleiner und immer kleiner und er sah, als er dort stürzte und da sie beobachtet, sah er, wie das Blut an ihrem Kopf runtertropfte und wusste, dass er nicht mehr viel Zeit hat. Er sah auf seinem Höhenmeter, dass er selbst darauf achten muss, dass er rechtzeitig noch den Schirm zieht. Als er fast an ihr dran war, versuchte er dann mit einer Hand an sie ranzukommen. Es war schwierig, weil sie ja nicht ruhig hielt, sondern sie drehte sich so. Und er versuchte, an ihre Leine zu kommen. Und er merkte, er ist selber nur noch bei Freifallgeschwindigkeit von 270 Stundenkilometern, war er selber nur noch 700 Meter von der Erde entfernt. Und er wusste, es dauert nur noch einige Sekunden. Und dann hat auch er keine Möglichkeit mehr, den Schirm zu öffnen. Und er erreichte 700 Meter vor dem Boden. Die Leine zog dran und es machte Pop und die Frau
hing bewusstlos in ihrem Schirm und kam bewusstlos zur Erde herunter. Sie kam dann unten sicher an und hatte nicht mitbekommen, wie sie in der Luft Rettung erlebte. Als ich davon las, von dieser Geschichte, das waren keine Originalbilder von diesem Ereignis, da dachte ich, das ist unfassbar, wie unglaublich die Parallelen sind zu dem, was uns die Bibel sagt. Die Menschheit befindet sich im freien Fall. Dieser Globus befindet sich in einem Sturzflug. Und wenn nicht irgendwo Rettung kommt, dann wissen wir, wie das ausgeht. Die Bibel berichtet von einer Rettungsaktion in der Luft. Und so wie der Lehrer für sie ja quasi zu einem Engel wurde, zu so einem Art rettenden Engel, so berichtet die Bibel von einer Rettungsaktion in der Luft für die Welt, die sich im Freifall befindet und es noch nicht mal weiß, weil sie bewusstlos ist. Oder man könnte auch sagen, statt bewusstlos, unbewusst. Sich nicht bewusst ist, dass sie hier sich im Freifall befindet, so wie Debbie, die das nicht wusste. Viele von uns heute auf dieser Erde kann man vergleichen mit solchen Springern, die mit einer unglaublichen Geschwindigkeit Richtung Bodenkontakt rasen. Aber die Bibel berichtet uns, dass sogar im letzten Augenblick der Geschichte dieser Menschheit Gott einen Plan hat, diesen freien Fall zu unterbrechen und Rettung zu bringen. Und das ist wunderbar. Damit das Schicksal von Millionen von Menschen nicht der Aufschlag ist, sondern sicher auf der Erde ankommt. Auf der neuen Erde. Ich lade uns ein, dass wir heute Abend einfach mal diesen Text uns näher anschauen, den wir schon einmal behandelt haben, aber in einem etwas anderen Kontext, in Offenbarung Kapitel 14. In dem Buch der Bibel, wo Gott uns konfrontiert mit einem Entscheidungsaufruf an die ganze Menschheit. Genau genommen ist es der letzte Aufruf, der letzte Ruf Gottes an die Menschheit, stillzuhalten, damit er rankommt und das tun kann, was er vorgesehen und geplant hat. Lesen wir mal zusammen Offenbarung Kapitel 14, Vers 6. Ich sah einen anderen Engel fliegen, der hatte ein ewiges Evangelium zu verkündigen denen, die auf Erden wohnen, allen Nationen und Stämmen und Sprachen und Völker. Viele kennen den Text auswendig, ich weiß. Aber viele lesen drüber, worum es eigentlich geht. Ein Vers, der beschreibt, dass dieses Bild finde ich einfach zu markant und zu plastisch, dass man es übergehen kann. Die Bibel spricht hier von einer Rettungsaktion in der Luft durch einen Engel. Und wir wissen, die Bibel beschreibt Engel ja immer wieder, entweder als wirkliche Wesen, die auf die Erde kommen und etwas überbringen. Deswegen heißen sie ja Boten, Boten Gottes. Aber wir sehen, dass hier eine Botschaft, dass hier Boten unterwegs sind, die der ganzen Welt, egal wo, allen Nationen, allen Stämmen, allen Völkern, allen Sprachen, auf dieser Erde etwas zurufen. Und das, was hier zugerufen wird, ist die Rettungsleine. Es ist das, was den freien Fall unterbricht und unterbindet, beziehungsweise den freien Fall zu einem sanften Ankommen macht auf der Erde. Hier wird uns gesagt, dass auf der ganzen Welt Menschen sind, die Gott erreichen möchte, jung, alt, egal welcher Nationalität. Das, worum es heute Abend geht, geht jeden Menschen an. Gott möchte die ganze Welt, alle Nationen und alle Stämme, jeden möchte er darauf hinweisen, dass etwas geschehen muss, das unsere ganze Ewigkeit beeinflussen wird. Schon einmal in der Weltgeschichte gab es einen Boten,
vielleicht könnte man ihn so nennen, einen Boten, den Gott sandte, der allen Menschen auf der Erde eine wichtige Botschaft zu sagen hatte. Und diese Botschaft war: Fürchtet Gott und gebt ihm die Ehre, denn die Stunde seines Gerichts ist gekommen. Betet an, der gemacht hat Himmel und Erde und die Wasserquellen und was darin ist. Noah war, so wird er in der Bibel genannt, ein Prediger der Gerechtigkeit, und er war ein Mann, der, wir wissen nicht viel, aber er wird beschrieben als ein frommer Mann. Und er war Gott gehorsam und er liebte Gott. Und seine Familie liebte ihn auch, Gott natürlich. Und Gott kam zu ihm mit einer Botschaft und sagte: Noah, ich brauche dich. Ich habe beschlossen, dass ich mit dieser Erde ein Ende mache. Alles Fleisch, das Ende alles Fleisches ist bei mir beschlossen. Wir wissen, warum das geschehen ist. Wer die Bibel liest, weiß, dass in Kapitel 6 der Grund genannt wird, warum Gott es auf einmal bereut, dass er sagt: Warum habe ich die Menschen gemacht? Das ist traurig. Schon mal gehört, dass jemand, der uns lieb hat, gesagt: Oh, warum haben wir uns zwei bloß getroffen? Was würden wir empfinden, wenn unser Ehepartner sagen würde: Warum? Warum haben wir uns bloß jemals getroffen? Es wäre besser gewesen, wir hätten uns nie gesehen. Ich glaube, das muss der schlimmste Moment im Leben eines Menschen sein. Ich kann mir nichts Schlimmeres vorstellen, als dass Gott zu mir sagt: Es tut mir leid, dass ich dich gemacht habe. Aber Gott sagt in 1. Mose genau das. Er sagt: Es tut mir weh und es tut mir leid, dass ich die Menschen gemacht habe. Wir gucken immer auf die Menschheit. Da sind so viele Menschen gestorben. Aber hören wir doch mal, was Gott hier sagt. Er sagt: Es tut mir weh, dass ich die Menschen gemacht habe. Gott ist hier zerbrochen. Er ist innerlich so angeschlagen durch die Bosheit der Menschen, die trotz seiner Liebe einfach sich abwenden von ihm und sagen: Was juckt uns Gott? Lasst uns essen, trinken, morgen sind wir tot. Übrigens ist das Motto, das gar nicht so weit weg ist von dem, was wir heute um uns herum erleben. Lasst uns essen und trinken, denn morgen sind wir wahrscheinlich tot. Mit anderen Worten, lasst uns unser Leben genießen. Noah erlebt, wie Gott ihn aufruft und sagt: Noah, ich brauche dich. Ich möchte den Menschen eine Chance geben und ich möchte, dass die Menschen verstehen, dass ich Gutes für sie vorhabe. Lad sie alle ein in die Arche. Wir kennen die Geschichte, ich werde da nicht die ganze Geschichte jetzt mit uns allen hier durchgehen. Wir kennen die und können die lesen. Aber entscheidend ist, an der ganzen Geschichte gibt es einen kritischen Moment. Einen kritischen Moment. Wir wissen, die Bibel sagt uns, dass Noah 120 Jahre lang nicht müde wurde, jeden Morgen aufzustehen, nach dem Frühstück rauszugehen und den Leuten zu sagen: Was? Fürchtet Gott und gebt ihm die Ehre. Die Stunde seines Gerichts ist gekommen. Mit anderen Worten, wir haben ja schon gelernt in einem anderen Thema, was das bedeutet. Die Stunde des Gerichts ist gekommen. Wer weiß es noch? Was heißt das mit unserer Sprache? Die Stunde der Verantwortung. Gott sagt, der Moment ist da, wo jeder Verantwortung übernehmen muss für sich und für sich ganz allein. Und in dieser ganzen Geschichte, die in der Bibel berichtet wird, wo die Menschheit einen entscheidenden Schnitt erlebt, ein globales Ereignis, an dem keiner vorbeikam. Niemand kam dran vorbei, auch nicht die, die sich auf den Berg gesetzt haben oben und gedacht haben: Ah, der Berg ist hoch genug. Die Menschheit befindet sich jetzt gerade dabei, auf ein Ereignis zuzugehen, an dem keiner vorbeikommt. Keiner. Wir haben hier eine Serie gehabt über die Weltordnung, da haben wir einiges drüber gesprochen. Aber der kritische Moment in der Geschichte, woraus wir lernen können, ist welcher Moment? Als Noah ruft und sagt: Kommt, kommt in die Arche. Und er ruft 120 Jahre lang. Und das, was mich am meisten erstaunt an dieser ganzen Geschichte, vielleicht ging es uns ähnlich, ist die Tatsache, dass bei 120 Jahren Predigt, und ich bin mir sicher, dass Noah kein schlechter Prediger war. Noah war ein guter Prediger. Warum? Er hatte die besten Voraussetzungen als Prediger. Er war fromm.
Er war Gott gehorsam. Er machte, was Gott sagte, nicht, was er in seinem Bauch spürte. Denn in seinem Bauch spürte er nichts anderes als die anderen Leute. Regen, Flut, keine Anzeichen. Er hat nicht mehr gesehen und nicht weniger gesehen als die anderen Menschen. Aber er war ein guter Prediger und er predigte 120 Jahre. Und das Ergebnis von 120 Jahren Predigt war was? 8 Leute. Und das war noch die eigene Familie. Wir würden wahrscheinlich heute nach diesen Kriterien, was Noah erreichte mit seiner Predigt, ihn entlassen. Weil er absolut kein Gemeindegründer war und keiner, der damals die Menschen überzeugen konnte. Aber das lag nicht an Noah. Woran lag das? Dass damals die Menschen sich nicht überzeugen ließen, in die Arche zu gehen. Es lag an ihrem eigenen Willen. Es lag an der Blockade, nämlich ihres eigenen Willens. Darf ich mal sehen, wer von uns glaubt, dass Gott allmächtig ist? Wer glaubt, dass Gottes Allmacht Grenzen hat? Ich. Gottes Allmacht hat eine Grenze und vielleicht kommt ihr jetzt morgen nicht mehr oder vielleicht sie nicht mehr, weil sie sagen, der spricht unbiblische Sachen. Allmacht heißt doch alles. Nein, Gott hat eine Grenze in seiner Allmacht. Und diese Grenze ist, dass er in seiner Liebe und in seinem Wesen niemals, ich betone, niemals unseren Willen biegen, manipulieren oder brechen wird. Niemals. Und das ist Gottes Grenze. Hier hat sich Gott selber eine Grenze auferlegt in seiner Allmacht. Und die wird er niemals brechen, diese Grenze. Niemals. Damals ging die Menschheit verloren, außer 8 Personen und den Gläubigen, die schon vor der Sintflut zur Ruhe gelegt wurden, das heißt vorher starben. Es gab ja auch andere Gläubige noch. Aber im Boot drin saßen 8 Gläubige. Und die Menschen gingen damals verloren, weil sie nicht wollten. Nicht, weil Gott es nicht wollte. Jesus sagte, zur Zeit des Menschensohnes wird es so sein wie zur Zeit Noahs. Wer weiß, wie es weitergeht. Sie aßen, sie tranken, sie heirateten und ließen sich heiraten. Wir haben schon geklärt, was das bedeutet. Das ist der biblische Synonym für Lebensstil. Und der Satz geht weiter, wer weiß es. Bis auf den Tag, als Noah in die Arche ging, und jetzt kommt die Dramatik. Und sie achteten es nicht. Sie achteten es nicht, als Noah in die Arche hineinging. Er predigte 120 Jahre, aber nach 120 Jahren ging er in die Arche hinein. Sie achteten es nicht. Die Bibel, Jesus Christus sagt in Matthäus 24, dass das der Grund ist, warum sie nachher außerhalb der Arche waren. Weil sie nicht darauf achteten, was Noah tat, dass er nämlich in die Arche ging. Sie beachteten es nicht. Er hat die Menschheit 120 Jahre gewarnt und sie beachteten es nicht. Die Frage ist, auf welches Ereignis bereitet die Botschaft in Offenbarung durch diesen Engel, durch diesen Boten, die Menschheit vor? Auf welches Ereignis? Offenbarung 14, Vers 14. Ich weiß, die meisten haben jetzt gesagt, die Wiederkunft hier drin in ihren Gedanken, stimmt's? Schauen wir mal, was da genau steht, Offenbarung 14. Und ich sah und siehe, sagt Johannes, und immer wenn in der Bibel zweimal kommt, ich sah und siehe, das bedeutet, Achtung, aufpassen, hier kommt was Wichtiges. Und ich sah und siehe, eine weiße Wolke. Und auf der Wolke saß einer, der gleich war, einem Menschensohn. Das ist fast der Paralleltext zu Matthäus 24. Der hatte eine goldene Krone auf seinem Haupt und in seiner Hand eine scharfe Sichel. Hier wird jemand geschrieben, von dem es heißt, der sah aus wie einem Menschensohn. Das ist der Titel, den Jesus sich selber gab. Und er hat eine Krone und in seiner Hand eine scharfe Sichel. Und dann heißt es hier, und ein anderer Engel kam aus dem Tempel und rief dem, der auf der Wolke saß, mit großer Stimme zu. Die große Stimme ist auffallend, sehr auffallend, weil sie nirgends so oft kommt wie in Offenbarung 14 in der Bibel. Die große Stimme, die laute Stimme, und wir haben schon darüber gesprochen, laute Stimme bedeutet dringlich.
Menschen, die was Dringendes zu sagen haben, die kommen nicht und sagen, hallo, möchte dir was sagen. Menschen, die voll sind und sagen, da ist eine Gefahr, bitte hier, pass auf, die rufen, sagen, halt. Der rief dem, der auf der Wolke saß, mit großer Stimme zu, setze deine Sichel an und ernte, denn die Zeit zu ernten ist gekommen. Denn siehe, die Ernte der Erde ist reif geworden. Die Ernte, das ist das, worauf Gott aufmerksam machen möchte durch diesen Boten. Er möchte aufmerksam machen auf die Ernte. Natürlich ist damit die Wiederkunft auch zusammenhängend gemeint. Aber es geht primär noch nicht um die Wiederkunft. Denn bei der Wiederkunft, wenn Jesus kommt auf den Wolken, dann ist die Ernte schon an dem Stadium, wo ein Halm nicht mehr wachsen wird zu einem Halm, der Körner trägt. Zu der Zeit wird der Halm, der keine Körner hat, Stroh. Und keine Ehre mehr. Das ist sehr wichtig, dass hier etwas angesprochen ist, was die Bibel mit Ernte beschreibt. Was ist die Bedeutung von dem Begriff, der hier benutzt wird, von dieser Ernte? Was meint die Bibel? Wir müssen schauen, was die Bibel hier selber sagt, und in Matthäus 13 erwähnt es Jesus selbst. Da erzählt er ein Gleichnis über ein Grund, also ein Stück Grund, einen Acker, ein Feld, und da ging der Bauer und säte guten Samen und über Nacht, und als dann die Arbeiter auf das Feld geht, sehen sie Unkraut und sie sagen, wie kann das sein? Und er erklärt dieses Gleichnis und dann sagt er, der Feind, der es sät, Unkraut, ist der Teufel, die Ernte aber, und jetzt wird es gedeutet, ist das Ende der Welt. Und das ist, worauf Jesus uns aufmerksam machen möchte in Offenbarung 14. Dieser Engel, der hier laut ruft, allen Nationen, Völkern und Stämmen und Sprachen, hat keine geringere Nachricht an die Erde, um zu sagen, das Ende der Welt steht vor der Tür. Können wir uns vorstellen, dass es heute Abend in den Nachrichten wichtigere Botschaft gäbe? Welche Nachricht könnte wichtiger sein, heute im Radio, im Fernsehen zu hören, heute Abend? Die Ernte ist reif. Macht euch bereit. Christus mit der Sichel ist bald unterwegs. Ich kann mir nichts Wichtigeres vorstellen als diese Nachricht. Wo hören wir sie? Hören wir diese Nachricht? Ja, wir hören sie. Jesus sagte, wer Ohren hat, der höre. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Diese Stimme, Jesu Stimme, die nichts anderes ist als das Echo, was der Engel hier ruft, ist nichts anderes als das Echo der Stimme Jesu, der durch den Geist ruft, was? Komm! Und die Gemeinde, sein Volk, hört es und sie sprechen, komm. Und wer es höre, der spreche, komm. Und wer der will, der nehme das Wasser des Lebens umsonst. Das ist der Kontext, um den es hier geht. Wir stehen, liebe Freunde, unmittelbar vor der Ernte der Erde. Und Jesus sagt, die Ernte ist das Ende der Welt. Und die meisten Menschen glauben das nicht. Genau wie zur Zeit Noahs glauben die meisten Menschen, das geht immer so weiter. Krise, kein Problem. Das war schon immer so. Krise, danach geht's weiter. Krise, danach geht's weiter. Dieser Engel möchte sagen, die Ernte ist da. Liebe Freunde, die Zeit der Entscheidung ist gekommen. Wie lange entscheiden wir an den Entscheidungen, die Gott von uns abverlangt? Wie lange? Und wie lange noch? Jesus Christus wird kommen in Kraft und Herrlichkeit. Und die Bibel sagt, er wird kommen und einem jeden den Lohn geben, wie seine Werke sind. Werke bedeutet das Umsetzen von Entscheidungen. Wir hatten mal hier ein Studium, ein Gesundheitsseminar, da haben wir studiert, wie der Charakter sich entwickelt. Wer weiß es noch, von denen, die da waren. Wie entwickelt sich denn der Charakter?
Der Charakter ist nichts anderes als die Folge von Gewohnheiten. Gewohnheiten sind nichts anderes als die Folge von Taten, die sich immer wiederholen. Taten sind nichts anderes als die Folge von Entscheidungen. Der kleinste gemeinsame Funke, den wir brauchen, um Charakter zu entwickeln, um den es geht in der Bibel. Es geht um nichts anderes als die Entwicklung eines Charakters durch Christus in uns. Beginnt mit meiner Entscheidung. Wir wollen alle bei Jesu, vorausgesetzt, wir glauben daran, dass Jesus kommt. Das ist ja nochmal die größte Hürde. Aber angenommen, wir glauben daran, wollen wir alle den Charakter haben, wo Jesus sagt, kommt her, ihr Gesegneten meines Vaters. Aber dieser Charakter, der entwickelt sich durch Entscheidungen heute. Nicht morgen. Heute ist der Tag der Entscheidung. Das ist, was Hebräer Kapitel 4 sagt und Kapitel 3. Wenn ihr seine Stimme hört, so verstockt eure Herzen nicht. Das Ende der Sünde wird geschehen. Zu dem Zeitpunkt, wenn Jesus kommt, wird die Sünde ihre Wirkungskraft verlieren. Und kurz darauf wird sie sogar selbst aufhören. Das heißt, da wo die Sünde mit uns so eng verbunden ist, dass sie Teil unseres Wesens und Denkens ist und unseres Charakters, werden wir aufhören. Das Ende der Sünde bedeutet auch das Ende der Sünde in mir. Was erfordert das? Dass wir nachdenken. Offenbarung 14, Vers 6 nochmal. Dieser Engel verkündigt etwas, was die Voraussetzung schafft, dass mein Charakter entwickelt ist. Und dazu brauche ich das, was Jesus für mich getan hat. Dieses Hinschauen, worauf ich schaue, das ist der entscheidende zentrale Punkt über das, was ich mir Gedanken mache. Worauf ich schaue, beschäftigt meine Gedanken. Und meine Gedanken, die sich beschäftigen, führen zu Schlussfolgerungen und zu Entscheidungen. Auf das, was ich schaue, das wird meine Entscheidungen prägen. Wenn ich keine Zeit habe, jeden Tag auf das Kreuz zu schauen, auf Jesus zu schauen, wie er dort hängt, an meiner Stelle, dann werde ich auch nicht Gedanken denken, die mich zu Entscheidungen führen, die Konsequenzen haben im Hinblick auf mein ganzes Leben und meinen Charakter. In 1. Korinther 15, Vers 3 heißt es, denn als erstes habe ich euch weitergegeben, was ich auch empfangen habe, sagt Paulus. Nämlich, dass Christus gestorben ist für unsere Sünden nach der Schrift. Und dass er begraben worden ist und dass er auferstanden ist am dritten Tag nach der Schrift. Oh, wie oft wird dieses, was hier steht, in Glaubensbekenntnissen rezitiert. In Liedern gesungen, in Chorälen vorgestellt, in Liebeslieder eingebaut. Die christliche Popularmusikindustrie ist voll von diesen Aussagen. Aber wo sind die Entscheidungen? Die sichtbaren Entscheidungen. Sie kommen nur daraus, dass wir diese drei Dinge jeden Tag, immer wieder uns vergegenwärtigen. Jesus Christus starb für unsere Sünden. Das ewige Evangelium hat sehr große Bedeutungskraft. Aber es gibt einige Gedanken, die sehr, sehr entscheidend sind. Und wir wollen uns heute auf drei konzentrieren. Das erste ist, er starb für uns. Wir haben darüber gesprochen. Wer das Kreuz trägt, ist nicht nur Christus, sondern Jesus sagte ganz klar, wer mir nachfolgen will, der nehme sein Kreuz auf sich täglich. Was hing an dem Kreuz, als Jesus dort dran hing? Sein eigener Wille hing am Kreuz. Wenn er sagt, wer mir nachfolgen will, der muss sein Kreuz auf sich nehmen, bedeutet, dass wir unseren Willen dort dran hängen. Das hat was mit der letzten Zeit zu tun. Das hat was mit der Botschaft zu tun, die gepredigt wird, jetzt, momentan, in der ganzen Welt, während wir hier sitzen. Gibt es überall auf der Welt Veranstaltungen, Taufen, Entscheidungen von Hunderten und Tausenden von Menschen. Gegenwärtig entscheiden sich 3.800 Menschen jeden Tag für, Achtung, das ewige Evangelium. Jetzt werden wir vielleicht sagen, warum betonst du das so? Es gibt doch sowieso nur ein Evangelium, stimmt's? Nämlich das hier, das Evangelium nach Jesu Christi.
Heute hat mich jemand gefragt in einer Bibelstunde, glaubst du, dass es das Evangelium nach Thomas gibt? Ich sagte, ja, ich weiß davon. Und habe zugehört, was er will. Und ich habe dann gemerkt, ich war dann beruhigt, dass er eine klare Position hat. Und dann haben wir uns darüber ausgetauscht, was für Evangelien es alles gibt. Evangelium nach Thomas, nach Judas, nach Johannes, nach Markus, nach Lukas. Es gibt nur ein Evangelium. Wie viele Evangelien gibt es? Eins. Und das steht wo? Lesen wir mal zusammen Galater Kapitel 1. Da steht ein Text, der wirklich sehr, sehr ernst ist. Mich wundert ab Vers 6. Übrigens, wer da drüber liest, merkt die Parallelen zur Offenbarung 14. Mich wundert, dass ihr euch so bald abwenden lasst von dem, der euch berufen hat in die Gnade Christi zu einem anderen Evangelium. Frage, wie viele Evangelien gibt es eigentlich? Neuapostolisches, katholisches, evangelisch, protestantisch, orthodox und wie viel soll ich aufzählen? 3.500, das sind glaube ich sogar schon über 700, 3.000, zwischen 500 und 700, verschiedene Bekenntnisse. Paulus sagt, mich wundert es, dass ihr euch abwenden lasst zu einem anderen Evangelium, und jetzt weiterlesen, obwohl es doch kein anderes gibt, nur dass einige da sind, die euch verwirren und wollen das Evangelium Christi verkehren. Aber auch wenn wir oder ein Engel vom Himmel euch ein Evangelium predigen würde, das anders ist, als wir es euch gepredigt haben. Wer ist wir? Die Apostel, die Jünger, die hier geschrieben haben durch die Kraft des Geistes. Er sagt, selbst wenn ein Engel vom Himmel, er sagt nicht ein Dämon, er sagt, selbst wenn ein Engel vom Himmel kommen würde und würde euch ein anderes Evangelium predigen. Ist das übrigens schon mal passiert, dass ein Engel vom Himmel kam und hat ein anderes Evangelium gepredigt? Schon mal passiert? Doch. Und zwar den ein Drittel Engeln, die gefallen sind. Gab es einen Engel, der hat ein anderes Evangelium. Und woher kam der Engel? Aus dem Himmel. Ich meine hier Satan. Schauen wir, wie es weitergeht. Das anders ist, als wir es euch gepredigt haben, der sei verflucht. Und wie wir es gesagt haben, und Paulus möchte sicher gehen, dass es jeder versteht. Deswegen wiederholt er das nochmal. Wie wir eben gesagt haben, so sage ich es nochmals. Wenn jemand ein Evangelium predigt, das anders als ist, als ihr es empfangen habt, der sei verflucht. Wie viele Evangelien gibt es? Eins. Und das ist das ewige Evangelium. Das hat kein Verfallsdatum. Was Jesus uns wissen lässt, durch diesen Boten, der dort durch die Luft fliegt, hört nicht auf oder ändert sich, weil es eine neue Zeit gibt. Oh, die Menschen brauchen heute andere, haben andere Bedürfnisse. Man muss das anpassen an die Gegebenheiten. Nein, das Evangelium hat Kraft vor 2000 Jahren, heute und in 2000 Jahren. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eigenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Es geht nichts dran vorbei an Jesus Christus. Er ist derjenige, der uns liebt und der und möchte und ruft und sagt, kommt her zu mir. Es ist der Ruf, das Echo Jesu, das über den Engel in die ganze Welt geht und ruft, komm. Das Zweite, was das ewige Evangelium ausmacht, ist, Jesus Christus lebte ein vollkommenes Leben. Und alle diese Aspekte haben eine Bedeutung für unser Leben. Jesus lebte in vollkommener Abhängigkeit von seinem Vater. Jesus, sein vollkommenes Leben, hat er gelebt, damit die ihn annehmen, erleben dürfen, wie Christus in uns durch den Heiligen Geist dasselbe Leben lebt in uns. Es ist gigantisch, wenn wir es nur glauben. Und ich meine nicht für wahr halten, sondern uns darauf einlassen. Das ewige Evangelium sagt nicht nur,
Es ist der erste Punkt des Evangeliums, Jesus liebt dich und hängt auf Golgatha für dich. Aber Jesus stieg, wurde vom Kreuz heruntergenommen, starb, stand auf und er wurde der, der für alle der ist, die ihn annehmen, die Macht gibt. In Johannes Kapitel 1 steht in Vers 10, nachdem es heißt, die Seinen aber nahmen ihn nicht auf, als Jesus kam, hat sein Volk ihn abgelehnt. Und dann steht danach, wie viele ihn aber aufnahmen. Und das Aufnehmen, das Wort Aufnehmen impliziert sehr viel. Aufnehmen heißt Christus in mir. Das heißt Aufnehmen. Wenn ich was aufnehme, dann nehme ich es nicht nur und trage es auf der Schulter. Wenn ich was aufnehme, dann ist es in mir inwendig. Wie viele ihn aber aufnahmen, Johannes 15, Christus in uns, den gab er die Macht, können wir nachschauen, den gab er die Macht, Elberfelder sagt, das Recht, Gottes Kinder zu werden. Gottes Kind sein ist nicht nur ein juristischer Akt, wo wir adoptiert werden. Wir haben darüber gesprochen, Römer Kapitel 8, er gibt uns nicht den Geist der Furcht, sondern den Geist der Kindschaft, durch den wir rufen, Abba, lieber Vater. Kindschaft bedeutet, ihn aufzunehmen und ihn leben zu lassen, was er in uns leben will. Das ist der zweite Aspekt des ewigen Evangeliums. Das eine ist Vergebung unserer Schuld, dadurch, dass wir nach Golgatha gehen und sehen, dass er für mich dort hängt. Das zweite ist Christus in mir. Das dritte, die dritte Ebene des ewigen Evangeliums, die in Offenbarung 14 erwähnt werden, ist, Christus stand von den Toten auf. Das ist ganz entscheidend. Jesus hat die Kraft und die Macht, den Tod zu überwinden. Er ist stärker als der Tod. Es gibt keine Macht, die Christus widersteht. Keine Macht. Es gibt eine Macht auf diesem Welt und in diesem Universum, die stärker ist als der Tod. Der Tod kann nicht diese Macht besiegen. Und das ist der Grund, warum Jesus nicht mit Schwertern gekämpft hat, als Petrus mit dem Schwert das Ohr abhieb und gesagt hat, lasst uns kämpfen für unsere Überzeugung. Das ist der Grund, warum Jesus gesagt hat, ich könnte Engel herunterbefehlen, mache ich nicht. Das ist der Grund, warum er am Golgatha am Kreuz sagt, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Es gibt eine Macht, liebe Freunde, die stärker ist als der Tod. Die stärker ist als Hass. Die stärker ist als die schlimmsten Dinge, die du erlebst in deinem Leben. Diese Macht ist die Liebe. Ich glaube daran, dass Christus in mir einen Charakter entwickeln kann, der nach seinem Bild vollkommen ist. Glaubst du das auch? Danach strebe ich. Danach kämpfe ich. Da strecke ich meine Hand danach aus. Ich weiß, ich habe es noch nicht ergriffen, aber dahin strecke ich mich aus. Das ist, was Paulus sagte. Und das ist auch mein Ziel. Das ist das ewige Evangelium. Nicht mehr und nicht weniger. Der vierte Aspekt ist, dass Christus zurück zu seinem Vater kehrte. Das bedeutet was ganz Wichtiges. Was und warum kehrte Jesus wieder zurück zum Vater? Das ist ein wesentliches Merkmal des ewigen Evangeliums. Was heute von Millionen von Menschen, auch denen, die sich Christen nennen, nicht erkannt wird. Warum ging Jesus zu seinem Vater zurück? Warum? Er hatte eine Aufgabe. Er war nämlich nicht nur das Lamm, das vorgeschattet wurde im Alten Testament durch das Lamm, das stirbt, von dem es heißt, siehe, das ist Gottes Lamm, welches der Sünde Welt trägt. Sondern es war Gottes Plan von Anbeginn der Welt und davor schon, dass Jesus Christus der sein sollte, der nicht nur am Kreuz für uns stirbt und leidet, damit wir überhaupt eine Brücke wiederfinden zum Vater, sondern es war Gottes Plan, dass Jesus auch der Priester sein soll für uns. Nun, was ist die Aufgabe des Priesters, des Hohepriesters? Für uns die Versöhnung zu wirken und für uns das zu geben, was wir von ihm erbeten. Nochmal, uns das zu geben, was wir von ihm erbeten.
darf ich dich fragen, wenn du betest zu Jesus Christus oder zum Vater, was bittest du dann? Um was bittest du, wenn du mit Jesus sprichst? Was sind die Hauptthemen, über die du sprichst mit Jesus? Wir müssen realisieren, dass es eine Wahrheit ist, die wir kaum erkannt haben, dass Jesus deswegen im Heiligtum ist, um uns das zu geben, worum wir ihn bitten. Der Jeremia schreibt davon, dass er sagt, ich weiß wohl, was ich für Gedanken über euch habe. Gedanken des Friedens und des Heils. Und dann steht dort, damit ich euch gebe das Ende, das ihr euch erwünscht. Damit ich euch, Luther schreibt das so wunderbar. Luther war in der Lage, wirklich die Gedanken zu erfassen und anders zu formulieren und auf den Punkt zu bringen. Und er bringt es auf den Punkt und sagt, damit ich euch das gebe, das Ende gebe, das ihr euch erwartet. Welches Ende möchte ich? Darum geht es im heutigen Thema. Der Engel im Himmel in Offenbarung 14 warnt die Erde und sagt, das Ende der Erde ist vor uns, unmittelbar. Das, die Ernte. Jesus sagt in Markus 13, die Ernte ist das Ende der Welt. Das sind nicht meine Worte, Jesus sagt das. Das ist ein ernstes Thema. Der Prophet Jeremia mit seinen Worten, beziehungsweise Gottes Worte im Mund Jeremias, ist ein wichtiges Wort. Dass wir das erhalten, was wir erwarten, was wir bitten. Deswegen prüfen wir uns mal selbst, was das Hauptthema ist in unseren Gebeten. Was muss ich tun, um errettet zu werden? Das ist die Frage, worum es geht. Die Menschheit befindet sich im Freifall Richtung Erde. Bewusstlos und ist sich nicht im Klaren, was unmittelbar in kürzerer Zeit dort für eine Konfrontation sein wird, die wir noch nicht formulieren können detailliert. Sie ist skizziert in der Prophetie, skizziert. Aber wir wagen jetzt noch nicht, das alles auszumalen, was die Bibel anskizziert. Was muss ich tun, damit ich in diesem freien Fall errettet werde? Was muss ich tun? Das ist die Frage, die seit Jahrtausenden durch viele, viele Köpfe ging. Das ewige Evangelium ist die Antwort. Ist doch ganz klar, da ist ein Engel, der durch die Luft fliegt und er ruft allen Menschen das, was sie tun sollen, damit sie Rettung finden. Dazu ist der Engel da. Nachschlagen. Es steht dort, dass der Engel nur deswegen durch die Luft fliegt und die ganze Erde etwas sagt, um das eine Ziel zu erreichen, nämlich, dass die Menschen gerettet werden. Es ist eine Rettungsbotschaft. Also die Antwort, was muss ich tun, damit ich gerettet werde, finden wir wo? In Offenbarung Kapitel 14. Im ewigen Evangelium ist die Antwort. Schauen wir uns das näher an. Die Botschaft des ersten Engels impliziert drei wesentliche Aspekte. Der erste Engel ist deswegen so wichtig, weil er uns sagt und mitteilt, was Gott von uns erwartet, dass wir tun sollen. Achtung, der erste Engel beinhaltet in seiner Botschaft, was Gott von uns erwartet. Das zweite, was der erste Engel impliziert, ist, warum Gott erwartet, was er von uns erwartet. Und das dritte ist, warum ist es so wichtig, was Gott von mir erwartet, dass ich tun soll. Das ist in Kurzform der Inhalt der ersten Engelsbotschaft. Was, warum und warum ist es so wichtig? Schauen wir uns das erste an. Was erwartet von uns Gott? Er sagt, fürchtet Gott und gebt ihm die Ehre. Was bedeutet es, Gott zu fürchten? Wir haben ja schon mal das Thema angerissen, ich kann mich erinnern. Was bedeutet Gott zu fürchten? Gott fürchten bedeutet nichts anderes, als Gott zu lieben. Gott zu lieben. Und das meint ihn zu ehren. Und zwar indem wir das tun, was er sagt. Denn das ist das Merkmal unserer Liebe. Jesus sagt in Johannes 14, Vers 21, und jetzt schauen wir uns das Evangelium an, was es wirklich bedeutet. Evangelium ist nicht eine Empfindung, ein Gefühl, ein Evangelium ist praktisch. Wer meine Gebote hat und hält sie, der ist es, der mich liebt. Wer mich aber liebt,
der wird von meinem Vater geliebt werden. Das ist doch wunderbar. Fürchtet Gott und ihn gibt ihm die Ehre. Da ist ein Engel, der sagt, ehrt Gott, fürchtet ihn. Und Jesus sagt uns, was es bedeutet, ihn zu fürchten. Ihn zu fürchten heißt, ihn zu ernst zu nehmen und ihn zu lieben. Und zwar mit Taten lieben. Wenn wir jemanden haben, den wir lieb haben und der uns lieb hat, dann erwarten wir, dass er uns mit Taten liebt und nicht mit Worten. Ist das richtig oder falsch? Was nützt uns ein Partner, Kinder oder wer noch? Unser Bruder, unsere Schwester im Glauben, wer ist uns noch nah? Überhaupt jeder, der uns näher kommt. Was nützt es uns, wenn er sagt, du, ich mag dich so, ich hab dich so gern und weiß ich nicht was. Aber nichts davon lebt, was er sagt. Das ist sehr, sehr wichtig. Jesus geht es genauso. Die ganzen Liebeslieder über ihn, die sind ihm nicht halb so wichtig. Als zu Israel muss er eines Tages mal sagen, eines Tages muss er zur Zeit Salomos zu Israel sagen, ich kann euer Geplärr nicht mehr hören. Lasst es weg, eure Lieder, ich will es nicht mehr hören. Das waren Tempellieder, die über Gott gingen. Er hat gesagt, lasst es sein, ich mag es nicht mehr, ich kriege die Krise, wenn ich eure Lieder höre. Warum? Weil sie, als sie sangen, mit ihren Taten in ihrem Leben nicht das getan haben, was sie gesungen haben. Die Welt ist heute voll Liebeslieder an Jesus. Voller Liebeslieder an Jesus. Und ich kann mir vorstellen, dass es manchmal Jesus so geht und sagt, hört auf, ich kann es nicht mehr hören. Was mich interessiert ist, zeigt einfach. Seid kreativ. Lasst euch einfallen, wie ihr mir zeigen wollt, dass ihr mich lieb habt. Und die, die begriffsstutzig sind, da hilft er nach und sagt, komm, ich sag dir was, woran ich gefallen habe. Das, was mir gefällt, ist, wenn du das tust, was ich dir sage. Ist ernst. Johannes 14, 21, und ich werde ihn lieben und mich ihm offenbaren. Das ist der Grund, warum die meisten Menschen das Buch Offenbarung nicht verstehen. Johannes Kapitel 7, Vers 17. Wer den Willen meines Vaters tun will, der wird erkennen, ob das, was ich sage, autoritativ ist. Hast du schon mal empfunden, dass Jesus sich kaum dir offenbart? Dass du denkst, ja, ich glaube alles, ich glaube an ihn und ich glaube auch, was in der Bibel steht, aber ich hätte gern so viel mehr Erfahrung mit Jesus, dass er sich mir mehr zeigt, mir klarer zu mir spricht. Geht es dir manchmal so? Dann denk doch mal drüber nach, ob Jesus nicht einfach darauf wartet, dass du dich ihm mehr offenbarst. Ihr seid meine Freunde, sagt er, wenn ihr tut, was ich euch gebiete. Freundschaft, Liebe, kommt in der Bibel auf einen ganz konkreten Punkt. Und dieser Punkt heißt, tun, was Gott sagt. Das bedeutet fürchten. Gott zu fürchten heißt, Gott ist mir zu wichtig, als dass ich einfach über seine Gebote so drüber trample und sage, ja komm, er hat mich schon lieb. Nein, das ist nicht das, was Gott will. Prediger 12, Vers 13. Was ist das Haupt... Na, jetzt schon vorbei, steht schon hier. Aber was ist denn die Hauptsache vom Evangelium? Liebe, stimmt's? Das ist das, was wir hören. Richtig. Liebe drückt sich aber aus, sagt Jesus, im Halten seiner Gebote. Das ist, was schon Prediger sagte, 1000 Jahre vor Jesus. Prediger ist Salomo, der Sohn von David. Lasst uns die Hauptsumme. In der Bibel gibt es zwei Texte, die davon sprechen, was die Hauptsache ist. Zwei Texte, einen im Alten und einen im Neuen Testament. Die Hauptsumme aller Lehre hören, aller Lehre. Fürchtet Gott und gebt ihm die Ehre. Denn das gilt allen Nationen, Völkern, Stämmen und Sprachen. Hören wir die Sprache? Das ist Offenbarung 14. Fürchtet Gott und gebt ihm die Ehre. Fürchtet Gott heißt, lasst uns die Hauptsumme hören. Die Hauptsumme, das zentrale Punkt im Evangelium, sind diese beiden Tafeln. Jesus sagte, in den beiden Geboten hängt das Gesetz und die Propheten. Liebe Gott und deine Nächsten. Liebe Gott und deine Nächsten. Zwei Tafeln. Darin ist das ganze Gesetz und die ganzen Propheten. Und wir leben in einer Zeit, in der wir immer lauter und immer intensiver hören, die Gebote sind nicht wirklich wichtig. Was wichtig ist, dass du Gott liebst. Wie absurd das ist, wenn die Bibel uns auf allen Seiten sagt, Gott zu lieben bedeutet, ihn ernst zu nehmen und zu fürchten. Das ist nun die Hauptsache, das ist der zweite Text im Neuen Testament, das ist nun die Hauptsache bei dem, wovon wir reden. Wir haben einen solchen Hohepriester, der da sitzt zur Rechten des Thrones der Majestät im Himmel. Die Hauptsache ist,
Gott ernst zu nehmen und sein Wort zu halten. Und das Zweite ist, und Wort halten heißt, ihn zu lieben. Ich differenziere das nicht und die Bibel differenziert es auch nicht. Und wenn du es differenzierst, dann hast du ein Problem mit der Bibel. Und dann hast du ein Problem mit Gott. Die Liebe zu Gott ist ein eineiiges Zwilling mit dem Halten seiner Gebote. Und wehe, wer es trennt. Der wird entweder ein Schwärmer oder fanatisch, eins von beiden. Der Punkt ist, wo stehe ich in all dem, was wir hier sagen? Wo ist meine Position? Wir kommen nicht drum herum. Wir sind kurz vor Bodenkontakt. Und da gibt es jemanden, der nach uns greift, der nach unserer Leine greift. Die Frage ist, ob ich stillhalte und ihn greifen lasse oder ob ich mich unbewusst wegdrehe von ihm. Die Bibel ist hier ganz klar. Hier ist Geduld der Heiligen. In der Bibel werden die Menschen beschrieben, die bei dem Ereignis, wovor der erste Engel warnt und der zweite und der dritte, die werden beschrieben genau an diesem Charaktermerkmal. Hier ist die Geduld, das Ausharren. Manche unter uns haben das schon mal in einem anderen Kontext studiert, das Wort Geduld. Hier steht das griechische Wort Hypomone, was heißt drunter bleiben. Wörtlich übersetzt heißt es drunter bleiben. Ja, unter was bleiben? Unter seinem Wort. Die da halten die Gebote Gottes und den Glauben an Jesus. Wenn jemand die Kinder Gottes sucht in der heutigen Zeit und sagt, ich würde gern wissen, wo sind Gottes Kinder, der braucht nur diesen Text lesen. Hier sind sie, die da halten die Gebote Gottes und den Glauben an Jesus. Klarer kann die Bibel nicht sprechen. Was heißt es, ihm die Ehre zu geben? Gott die Ehre zu geben bedeutet, Gott durch unseren Lebensstil verherrlichen. Ich traue mich, das zu sagen, weil es ein Charakteristikum ist, warum die Menschen bei der Sintflut nicht in die Arche gegangen sind. Das war der Hauptgrund, sagt uns die Bibel, warum sie nicht darauf achteten, dass Noah sich auf den Weg macht in die Arche. Liebe Freunde, das wird sich exakt so wiederholen, wenn Jesus kommt. Es wird Menschen geben, die werden nicht darauf achten, wenn eine Gruppe von Menschen sich vorbereiten, Jesus zu begegnen. Warum? Weil sie es nicht merken. Sie sind zu beschäftigt mit anderen Dingen. Wenn wir Zeit hätten, wir könnten auch auf Matthäus 24, 48 bis 50 eingehen, von den zwei Knechten, wo der eine sagt, mein Herr kommt noch lange nicht. 1. Korinther 10, Vers 31, ob ihr nun esst oder trinkt, was ihr auch tut, das tut alles zu Gottes Ehre. Fürchtet Gott und gebt ihm die Ehre. Ich weiß, dass es Menschen gibt, die mir am liebsten ins Gesicht rufen, ja, das hat nichts mit dem Evangelium zu tun. Das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken. Zitat Paulus. Doch, das Reich Gottes besteht nicht aus Essen und Trinken, aber im Reich Gottes essen und trinken wir auch. Und das Reich Gottes beginnt schon wo? Auf dieser Erde. Jesus sagte, das Reich Gottes beginnt hier, nicht im Himmel. Schauen wir uns schnell an, warum Gott erwartet, was wir tun sollen. Also das, was wir tun sollen, ist, zusammenfassen, ihn fürchten. Fürchten heißt, seine Gebote halten. Ihn ehren. Ehren heißt, mit unserem praktischen Leben zeigen, dass unser Körper ihm gehört, nicht uns. Warum erwartet er das denn von uns? Ganz einfach, weil er sagt, dass es nur einen gibt, und wir wissen sollen, dass es nur einen gibt, der unser Schöpfer ist und unser Schöpfer. Wir haben darüber gesprochen, welche Implikation das hat in Bezug auf Evolution, auf unsere Identität. Können wir uns erinnern? Aber und dass Gott unser Schöpfer ist, hat noch eine andere wichtige Implikation. Und die Implikation ist, dass er mein Schöpfer ist und dass er mich gestalten will. In der Bibel ist das wunderbare Beispiel in Jesaja von dem Töpfer und dem Ton. Auch schon mal darüber nachgedacht, dass das eine Art Schöpfer ist, der etwas schafft. Gott sagt, bin ich nicht der Töpfer, der das Recht hat, mit dem Ton zu tun, was er will? Wenn wir der Ton sind und wir auf der Drehscheibe Gottes uns befinden, dann hat Gott das Recht und möchte uns so formen, wie wir
nach seinem Bild gestaltet werden sollen. Und das ist das Ziel des ewigen Evangeliums. Wiederhergestellt werden in sein Ebenbild. Und das in allen Bereichen unseres Lebens. Das haben wir studiert, dass er der Schöpfer ist. Jesus Christus ist selbst der Schöpfer. Kolosser 1, Vers 17. Lassen wir uns den letzten Punkt anschauen heute Abend. Warum ist es so wichtig, diese zwei Dinge? Warum? Weil die Zeit gekommen ist, liebe Freunde, eine Entscheidung zu treffen. Wenn wir über Jesus Christus sprechen und eine Serie machen, die heißt Der Unvergleichliche, dann können wir bei jedem Themen berührt und erstaunt sein über das Wort Gottes und wie es uns berührt. Aber Achtung, jetzt sage ich was ganz Ernstes. In der Bibel gibt es nicht nur eine Situation, wo Menschen enorm berührt waren vom Wort Gottes. Uns richtig getroffen wurden. Aber nicht die Entscheidung getroffen haben, demgemäß zu leben. Im zweiten Buch Mose gibt es eine Situation, die sehr, sehr dramatisch ist. Sehr dramatisch. Mose ist auf dem Berg Horeb und während er auf dem Berg ist und Gott begegnet und Gott ihm was gibt, die 10 Gebote, wird diese Gemeinschaft gestört und unterbrochen durch das Getöse von Hunderttausenden von Menschen unten am Bergesfuß. Und das Getöse ist nichts anderes als Partygetöse. Und Mose kommt runter, von Gott runtergeschickt worden vom Berg und sagt, geh runter, dein Volk, schau, was die da machen. Mose ist außer sich, als er vom Berg runterkommt und sieht, dass hier das Volk steht und sein Bruder, der Aaron, der Priester, als erstes vor dem Kalb steht und sagt, siehe, das ist euer Herr, der euch aus Ägypten geführt hat. Und Mose traut seinen Augen nicht und seinen Ohren, was er hier sieht. Und er hat in seinen Händen die Tafeln, auf die Gott geschrieben hat. Und er nimmt die Tafeln, zerbricht sie, wirft sie auf den Boden. Und dann kommt dieser dramatische Satz, wo er sagt, her zu mir, wer für den Herrn ist. Liebe Freunde, wir leben jetzt in der Zeit, wo es Menschen geben muss, wie Mose und die es auch gibt, die nicht anders können, als dort zu stehen, wo Gott steht und sagen, her zu mir, wer für den Herrn ist. Das war so schlimm in Gottes Angesicht, dass nachdem Mose sagt, her zu mir, sich eine Gruppe von Menschen sich zu Mose bewegt und sich zu Mose stellen, darunter auch sein Bruder. Und er wartet und er wartet und er ruft wieder, her zu mir, wer zu dem Herrn gehören will. Und er wartet. Und er wartet so lange, bis er merkt, dass da sich keiner mehr bewegt an dem anderen Ende des Lagers. Und dann sagt er, nehmt eure Schwerter. Und dann kommt eine Sache, die viele Menschen nicht verstehen, warum sie in der Bibel steht. Und wir haben die Zeit heute Abend nicht, das ausführlich zu machen. Fakt ist, in diesem Augenblick, wo Moses hier ruft, ruft nicht Moses. Es ist der Engel, der ruft, fürchtet Gott und gebt ihm die Ehre. Wem die Ehre? Nicht dem Kalb. Gebt Gott die Ehre, denn die Stunde des Gerichts ist jetzt gekommen. Und eine Gruppe von Menschen reagiert und sie stellen sich zu Mose, weil dort Gott steht. An seiner Seite. Mose stand dort, wo Gott steht. Und die anderen, die stehen da und sagen, na, wollen wir doch mal sehen, wir sind mehr als ihr. Und dann geschieht ein furchtbares, furchtbares Trauerspiel. Es werden an dem Tag viele tausend Menschen durch Schwert getötet, was ein Vorbild ist auf die Zeit derer, die die Einladung hören, aber nicht reagieren werden. Sie werden selbst sich von Gott distanzieren und werden sich letztendlich vorbereiten für das Endgericht. In 5. Mose 11, 26 hören wir einen weiteren Text der Entscheidung. Und Gott lädt alle ein und sagt, ich lege euch heute zwei Wege vor. Der eine ist der Weg des Segens und der andere der Weg des Fluches. Wählt ihr, welchen Weg ihr gehen wollt. Das ist, was heute Abend hier im Raum steht. Ich bin nicht wichtig.
Mose ist auch nicht wichtig. Aber es ist wichtig, wenn Gott sagt, entscheide du, welchen Weg du gehen willst. Und das betrifft jeden von uns. Völlig egal, ob wir die Entscheidung getroffen haben vor einigen Jahren, schon getauft sind, nicht getauft sind, Erwachsenentaufe, egal wo ich in meinem Stadium bin. Wir stehen vor dem größten Ereignis, das die Menschheit je erlebt hat. Die Ernte der Erde. Und heute ruft der Engel, wo möchtest du stehen? Offenbarung ist die 14, ist der Ruf zur Entscheidung. Und jetzt kommen wir zur letzten Gemeinde, die vor der Wiederkunft existiert. Es sind alle, die sich zu Christus bekennen und sagen, ich bin auch Christ. Und Jesus sagt zu der letzten Gemeinde, die heißt das Volk des Gerichts, Laodicea, ich kenne dich ganz genau, dass du weder kalt noch warm bist. Sehen wir das? Das Problem Laodiceas ist genau das Problem. Unentschiedenheit. In welchen Punkten? In den Punkten, wer sich nicht aufgeschrieben hat. In den Punkten, die wir angeschaut haben, diese vier Punkte, was der erste Engel impliziert. Ihn fürchten, das heißt, ihm gehorsam zu sein. Ihn ehren, ihn durch unser Leben repräsentieren. Ihn am Kreuz anzunehmen und ihn in uns leben zu lassen, das ist das Gleiche, nur anders formuliert. Und die Entscheidung zu treffen. Gott erwartet eine Entscheidung von dir. Und wenn du dich nicht entscheidest, hast du dich entschieden. Hören wir diesen Ausruf? Ach, darf ich fragen, wir sind am Schluss, aber darf ich fragen, was ach bedeutet? Ach, das du. Wann sagt jemand ach? Wenn er leidet. Und Jesus leidet darunter, mehr als alle anderen. Elia rief das Volk auf. Wie lange hinkt ihr auf beiden Seiten? Es ist in der ganzen Geschichte immer das Gleiche gewesen. Gott sendet Männer und Frauen, die zur Entscheidung rufen, nicht weil diese Menschen es wollen, sondern weil Gott will, dass wir entschieden sind. Das ist wichtig. Matthäus 6, Jesus selbst, als er auf die Erde kam, sagte, ich werde kommen und werde selbst rufen zur Entscheidung. Er sagt, niemand kann zwei Herren dienen. Du kannst dich nicht positionieren zwischen zwei Lebensphilosophien. Entscheide dich, sagt Jesus. Du wirst entweder den einen hassen oder den anderen lieben. Darum geht's. Weil der Punkt kommt, wo wir uns entscheiden werden zwischen dem Schöpfer und dem Tier in Offenbarung. Die Stunde des Gerichts ist gekommen. Was bedeutet das? Es bedeutet, dass es nicht kommen wird, sondern schon da ist. Zur Zeit, wenn Gott vor der Wiederkunft sein Volk prüfen wird, wohin sie sich entscheiden. Alle, die sich zu ihm bekennen werden, durch die ganze Zeit hindurch, ob das Elia, Johannes oder heute in unserer Zeit die Adventbotschaft ist, die uns auffordert, Gott ganz zu lieben. Ganz. Kein anderes Evangelium. Sein Evangelium. Dann erfordert es eine Entscheidung, weil das Gericht heute tagt. Jetzt im himmlischen Heiligtum, jetzt, genau während wir hier sitzen und sprechen und gleich hier Schluss machen, jetzt ist Jesus mit seinen Engeln am Werk und geht die Bücher durch, die unsere Bücher sind. Du schreibst eine Biografie. Du schreibst eine Biografie über dein Leben. Nur schreibst du es nicht mit deiner Hand. Du hast jemanden, der für dich das schreibt. Die Bibel sagt, ein Engel schreibt im Himmel dein Buch. In Daniel 7 sind diese Bücher erwähnt. Dieses Gericht findet statt, damit ein für alle Mal klar wird, dass du das Evangelium wirklich, wirklich verstehst und willst. Das ewige Evangelium. Das einzige Evangelium. Sein Evangelium. Denn er ist das Evangelium. Er ist die Wahrheit. Er ist nicht einfach nur jemand, der die Nöte stopft. Er ist der, der uns tief in unserem Herzen das gibt, was wir eigentlich suchen, nämlich angekommen sein am Ziel. Ich möchte ans Ziel kommen. Ich sehne mich so nach dem Ziel.
und ich möchte ankommen, bald. Du auch? Die Bibel ist das Buch der Entscheidungen. Und die letzte Warnung in der Bibel, die möchte ich uns nicht vorenthalten. Die Bibel spricht davon, dass der Tag kommen wird, wo jeder sich entschieden haben wird für sein Leben. Wer Böses tut, der tue weiterhin Böses. Und wer unrein ist, sei weiterhin unrein. Wer aber gerecht ist, der tue weiterhin Gerechtigkeit. Und wer heilig ist, der sei weiterhin heilig. Was nichts anderes bedeutet, als dass vor der Wiederkunft, das ist, was ich am Anfang sagte, vor der Wiederkunft geschieht etwas Wichtiges. Ich sage es nochmal. Bevor Jesus wiederkommt, geschieht die Entscheidung, was und wohin und wozu du dich entscheidest. Das ist der Aufruf des ewigen Evangeliums. Der Aufruf zum Gehorsam aus Liebe. Der erste Engel ist der Aufruf, in allen Lebensbereichen Gott die Ehre zu geben. Der erste Engel ist der Aufruf, den Schöpfer anzubeten und nicht meine selbstgemachten Götzen, egal was es ist. Ein dringender Aufruf, Jesus nachzufolgen, solange Möglichkeit der Entscheidung existiert. Und liebe Freunde, das ist vielleicht das wichtigste Thema von allen, die wir in den letzten 9 Themen hatten, mit heute. Morgen werden wir das letzte Thema morgen früh haben. Vielleicht ist es der wichtigste Moment von allen Momenten. Jetzt ist Zeit, sich zu entscheiden. Ist es nicht wunderbar? Ist es nicht klasse, dass wir die Zeit haben zu entscheiden? Dass es nicht heißt, du, tut mir leid, es ist schön, dass du da Interesse hast, aber Überfüllung geschlossen, danke. Wir haben die Zeit. Und die Bibel sagt, wir sollen die Zeit auskaufen. Ihr wisst, wenn ich sage, das Letzte, dann kommt immer noch einer. Aber das ist das Letzte. Es war das Letzte auch in den Stunden der Menschen, die hier auf diesem Schiff waren. Am 10. April 1912 geschah das zweitgrößte Schiffsunglück in der Menschheitsgeschichte. Es war nicht das größte, stimmt. Aber es gibt kein Schiffsunglück, das so sagenumwoben ist, weil das, was dort geschah in den letzten Stunden auf diesem Schiff, so unfassbar ist. Es ist unfassbar. Um 7.30 Uhr morgens legt dieses Schiff Titanic ab. Eines bis dahin der größten Schiffe der Welt an Bruttoregistertonnen und an Luxus. Und die Reederei und die Entwerfer sagten, dieses ist das wichtigste und beste Schiff und es ist unsinkbar. Und die verabschiedeten sich am Hafen mit guter Reise. Am 13. April machten sie sich da auf den Weg. Und dann, als sie einige Stunden auf dem Eis waren, und ich spare mir jetzt alles zu erzählen, was da geschah, kann man alles nachlesen. Und da gibt es ja diesen Tränendrüsenfilm, die Titanic. Und da wird auch das schön umgewichtet, worum es eigentlich wirklich geht. Aber hier geschah etwas Interessantes. Das Schiff Rappahannock war bei der Durchquerung von einem Eisfeld beschädigt worden und signalisierte diesem Schiff Warnung vor starkem Packeis. Das war die erste Warnung am 13. April. Es ist Sonntag, der 14. April 1912. Die Sonne scheint und es ist ein kalter, aber sehr schöner Frühlingstag. Klarer, strahlender und sehr schön warmer Tag für den April. Und um 9 Uhr, wo die meisten schon gefrühstückt hatten, empfängt die Titanic einen Funkspruch der Caronia, ein anderes Transportschiff, mit einer Warnung vor Treibeis und Eisbergen auf 42 Grad Nord und zwischen 49 Grad und 51 Grad West. Die zweite Warnung. 11.40 Uhr, das holländische Linienschiff Nordam berichtet, der Titanic, viel Eis, per Funk. Und zwar in derselben Position wie vorhin das Schiff, das schon gewarnt hat. Dritte Warnung. 13.42 Uhr, Eisbergwarnung von der Baltic, das vierte Schiff, das vorbeigeht. Die vierte Warnung, die Nachricht wird Captain Smith überbracht. Smith nimmt sich die Warnung von seinem Funker und er gibt sie seinem ersten Offizier, dem Bruce Ismay. Die vierte Warnung, aber keiner schaut sie an.
Die fünfte Warnung, 13.45 Uhr, nur einige kurze Zeit später, Warnung vom großen Eisberg geht von dem deutschen Linienschiff Amerika ein. Die Meldung wird nicht an die Brücke weitergegeben. Fünfte Warnung. 21.20 Uhr, 14. April. Captain Smith zieht sich zurück zur Nacht. Er hat sich dort mit denen begeben, die in der oberen Klasse mitreisten. Und er gibt den Befehl, ihn zu wecken, wenn irgendetwas zweifelhaft wird. So heißt es wortwörtlich aus dem Tagebuch, aus dem Logbuch. Ich habe das rausgeholt. Das ist ein Zitat fast. 6 Warnungen sind bisher vergangen und der Mann sagt, weckt mich auf, wenn es was gibt, wo es interessant wird. Liebe Freunde, 21.55 Uhr, als der Funker der Kalifornien, der Titanic ruft, wird die Eiswarnung durch ein rüdes Zitat, halten Sie sich hier raus, Schluss jetzt, Sie stören mein Signal. Ich stehe mit Cape Race in Verbindung. Der Punkt war, der Funker hatte so viel zu tun, um die Funksprüche der Reichen, die dort in erster Klasse mit waren und überall ihren Verwandten hinschreiben wollten, ich bin hier auf der Titanic und wir kommen bald an und so weiter, wir haben schöne Eisberge gesehen. Er war so beschäftigt mit den Signalen der Passagiere herauszugeben, dass er die Warnrufe schlicht und weg und einfach als Störung empfand. Liebe Freunde, das, was hier geschah, ist eine 1:1 Übertragung der Geschichte der Welt, bevor Jesus wiederkommt. 23.40 Uhr, die Titanic fährt mit 1,5 Knoten. Plötzlich erkennen die Ausguckmänner einen Eisberg 500 Meter entfernt. Direkt voraus, sie betätigen sofort dreimal laut die Alarmglocke, rufen zur Brücke hinunter, Eisberg voraus. Sie sehen in der Nacht schimmernd einen riesengroßen Eisberg. Und sie wissen, es ist zu spät. Sie versuchen mit aller Kraft auszuweichen und das war ihr Fehler. Sie weichen aus und schlitzen dadurch nur einige Sekunden später unter Wasser das Schiff auf. Von der Sichtung des Eisbergs bis zum Zusammenstoß sind es wie viele Sekunden? 37 Sekunden. Liebe Freunde, wenn die Menschheit realisieren wird, dass es nur noch einen Weg gibt für unsere Zukunft, wird nur noch sehr, sehr wenig Zeit sein. Und die Zeit wird zu kurz sein. Siehe das Gleichnis von den 10 Jungfrauen. Als es heißt, geht aus dem Bräutigam entgegen, da machen sie sich auf und wollen das Öl kaufen. Und es ist nicht mehr möglich. Zu wenig Zeit, einen Charakter zu entwickeln. Denn darum geht's. 0.15 Uhr. Die Kapelle spielt im Salon der ersten Klasse auf dem A-Deck und später auf dem Bootsdeck machen sie Ragtime-Musik. Und sie tanzen immer noch. Alle haben gute Stimmung auf der Titanic. 2.20 Uhr. In diesem größten zivilen Schiffsunglück der Geschichte sterben 1.500 Menschen. Warum? Warum? Es hätte nicht sein müssen. Weil sie die Warnrufe nicht beachtet haben. Jesus sagt, es wird so sein wie zur Zeit Noahs. Sie haben es nicht beachtet, als eine Gruppe von Menschen sich vorbereitet haben, hineinzugehen. Es ist absurd, dass wir Satelliten in die Umlaufbahn schicken, um zu gucken, ob es da Leben im All gibt. Und nicht hören, wie Gott ruft mit lauter Stimme. Fürchtet Gott und gebt ihm die Ehre. Die Stunde des Gerichts ist gekommen. Betet an. Jetzt ist die Zeit der Entscheidung. Liebe Freunde, vielleicht heute Abend, vielleicht wird diese Entscheidung Konsequenzen haben, die wir nicht vermuten werden. Die letzten Worte, mit denen das Buch der Offenbarung schließt und damit die ganze Bibel und auch dieser Abend, sind die Worte Jesus, der sagt, siehe, ich komme bald. Und die Antwort derer, die Ohren haben zu hören, sie sagen, ja, komm, Herr Jesus. Amen. Ich lade uns ein, heute Abend zum Schluss aufzustehen. Ich möchte kein spektakuläres irgendwas machen, aber wenn Sie oder du den Eindruck hast, heute Abend im Stillen, während ich hier ein Schlussgebet habe, Gott etwas zu sagen, was wichtig ist und auf dem Herz liegt, warum es dann nicht heute Abend sagen? Vielleicht ist es das wichtigste Gebet überhaupt in unserem Leben. Ich lade uns ein, dass wir aufstehen. Jesus, wir wollen still werden jetzt in diesem Augenblick vor dir.
Wir wissen, dass du mit deinen liebevollen Augen jetzt auf uns ruhst. Wir wissen, dass du nicht unbeteiligt bist und warst an diesem Abend und was uns heute durch das Herz gegangen ist. Es mag sein, dass wir vielleicht dieses Thema und diese Texte schon in der Vergangenheit gelesen haben. Aber Herr, was zählt, ist einzig und allein, wie wir auf deinen Ruf reagieren. Mit deiner ganzen Liebe, mit deiner ganzen Kraft und Innigkeit setzt du alles daran, dass Menschen heute diesen Ruf hören und dich annehmen als Erlöser, aber auch nicht nur als der, der unsere Sünden auf sich genommen hat, sondern auch als der, der in uns ein Leben führen will, das zu einem vollkommenen Charakter führt, deinem Charakter. Herr, wir wollen uns nicht mit weniger begnügen, als mit dem Charakter, den du uns geben kannst. Ich möchte dich einladen und vielleicht spreche ich hier jetzt für viele. Komm du in mein Leben. Noch mehr und noch inniger und noch näher als bisher. Herr, wir schauen heute zu viel auf Menschen, was sie sagen und was sie von uns erwarten. Und zu wenig auf das, was du für uns vorbereitet hast. Herr Jesus, vergib uns, wo wir dich in der Vergangenheit enttäuscht haben. Und schenk uns die Kraft des Heiligen Geistes, die uns vorbereitet, dir so zu begegnen, dass es für uns kein Trauma wird, sondern das größte und schönste Ereignis, das wir uns nur vorstellen können. Bitte, wenn wir jetzt hier von diesem Raum weggehen, von diesem Ort, dann lass doch die Worte, die du hineingelegt hast in unser Herz, aufgehen wie ein Same. Und daraus eine Frucht wachsen, die zu deiner Ehre nicht nur andere nährt, sondern auch Blüten treibt, die zu deiner Herrlichkeit Freude bereiten den Menschen, die mit uns zusammenkommen. Wir bitten dich, alles, was wir jetzt sagen und auch die Worte, die jetzt ungehört, aber von dir klar wahrgenommen, zu dir emporsteigen zu deinem Thron, dass du sie hörst und erhörst nach deinem Wohlgefallen. My shepherd will supply my need. Jehovah is his name. In pastures green, he makes me feed beside the brings my wandering spirit back when I forsake his ways and leave.